Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich wurde in letzter Zeit häufig gefragt, ob ich nicht mal wieder mit dem Freddy spielen kann. Und scheinbar kann ich's, ja. Ich habe Einheizen und den Blutwächter dabei. Außerdem habe ich Franklin heute dabei, denn die Survivor sind mit jeder mit einem Item reingegangen. Na, guck mal hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Also die Survivor haben alle ein Item dabei gehabt. So, gib mir eine Sekunde. Ach, er ist abgehauen. Ah, interessant. Okay, ich glaube, er ist hier aber immer noch. Jo. Und dann können wir ihn jetzt mal anfangen zu jagen. Wenn er rumrennt. Ich mach das mal eben kaputt. Was weg ist, ist weg. Da vorne war er. So, wir rennen mal hier rum. Vielleicht können wir ihn ja verarschen. Okay, er hat uns verarscht. Ist einfach wieder umgedreht. Ja, sieht so aus. Ich sehe ihn auf jeden Fall noch nicht. Erster Generator schon fertig. Das ging schnell. Unten ist er. Also, pass auf. Ich habe Franklin dabei, denn die Survivor haben jeder ein Item dabei gehabt. Deswegen dachte ich mir, hey, komm, gönnst du dir mal was? So, die holen wir auch mal eben in die Traumwelt rein. Je mehr Leute drin sind, desto besser ist es. Ah, zu früh. Schade. Das war ärgerlich. Also, je mehr Leute in der Traumwelt sind, umso besser natürlich. Ich habe außerdem auch noch Barbecue und Chili dabei. Und das war's. Ja. Bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Also, Freddy ist halt, ne? Ich weiß nicht. So, in letzter Zeit muss man mal sagen, Freddy wurde ja nochmal ein bisschen verschlechtert. Wir holen uns die. Und ich bin gespannt, ob wir was reißen können. Also, ich finde, Freddy ist aktuell wirklich, gehört mit zu den schlechtesten Killern. Ja, hat er bestimmt noch Dead Heart, oder? Jo, oh, was? Viel zu früh. So, schön, dass du ein Anti-Mate bist. Wie er noch so zeigt, hey, da ist doch einer, nimm doch den. Nö, nehme ich aber nicht. Es hat übrigens keinen Strike dabei, Leute. Das können wir daran erkennen, dass niemand mein Ziel ist, meine Besessenheit ist. Oh, wo ist der Typ hin? Der war auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall doch noch nicht in der Traumwelt gewesen, oder? Also hinten wurde der Skillcheck verkackt. Hat versucht mich zu blenden, obwohl ich unsichtbar war für ihn. Okay, also Freddy haben sie doch tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwächer gemacht, ne? Er wurde genervt. Ich weiß nicht. Ich fand, Freddy war vorher schon nicht unbedingt einer der starken Killer. Und jetzt ist er halt noch schwächer. Wundert mich ein bisschen, warum sie ihn dann nochmal ein bisschen schwächer gemacht haben. Aber hey, die Devs wissen bestimmt, was sie tun. Said no one ever. So, ich muss mal. Oh, da hat er aber Schwein gehabt. War da unten jemand? Ja. Wie gesagt, es ist immer gut, wenn wir Leute in die Traumwelt ziehen. Deswegen, hier ist jemand lang gerannt. Dann holen wir ihn in die Traumwelt. Ja. Das ist schön, dass du das machst. Und zack! Oh, guck mal, der hat schon keinen Bock mehr, oder wie? Ja. Warum bulle ich dich? Weil du hässlich bist. Nein, keine Ahnung. Einfach nur so, weil ich Spaß dran habe. Na, guck mal, da ist der nächste, den wir nochmal schnell in die Traumwelt ziehen könnten. So, Dankeschön. Dann kann sie immerhin nicht gleich so Insta den Typen abhaken. Okay, ja, an die Leute, die werden sich jetzt wahrscheinlich angesprochen fühlen auch, die in letzter Zeit so ein bisschen rumgeheult haben in den Kommentaren, ja, und meinten, sie kriegen Aggressionen oder so, weil ich keine Survivor-Runden mache. Entweder geht ihr auf Twitch, schaut euch alte Übertragungen an, denn ich streame eigentlich fast ausschließlich Survivor. Und zwar 4 Stunden, wenn der Stream an ist, am Stück. Deswegen solltet ihr euch dort die Videos anschauen oder einfach den Kanal deabonnieren. Weil, wenn ich Bock habe, Killer zu spielen, dann spiele ich Killer. So ist es halt nun mal. Und da bringt es auch nichts, wenn man dann sagt, dass man Aggression bekommt oder so, dann das ist euer Problem, sozusagen. Ja. Wenn ihr eure Emotionen nicht unter Kontrolle habt, so weit, dass euch das schon aufregt, wenn ich mal nicht das passende Video hochlade, dann solltet ihr euch ernsthaft Gedanken machen. Ja, so viel sei an dieser Stelle mal dazu gesagt. Ich hätte sie jetzt gerne natürlich noch in die Welt reingeholt. Aber hey, sie wäre sowieso demnächst umgekippt. Ist aber natürlich die nächste Zutat für unser Chili.
Und wenn wir jemanden hier in den Keller bringen können, dann machen wir das doch einfach mal schnell. Ich dachte gerade, hier wäre jemand. Das ist halt die größte Schwäche von Freddy, ne? Wenn jemand direkt kommt und abhakt. Ich meine, klar, ich könnte die dann wieder in die Traumwelt ziehen und den anderen richtig schön tunneln. Hier ist jemand. Sekunde. Hier sind auf jeden Fall Spuren vom Rennen gewesen. Mal eben schauen, ob ich den noch sehe. Nee. Ja gut, komm, dann gehen wir weg. Ich habe das Barbecue gerade gar nicht beachtet, leider. Damn, son. Ärgerlich. Also, wenn wir jemanden als Freddy kriegen, wenn wir zwei Leute kriegen, bin ich schon zufrieden. Ist so wie bei Geisty, ne? Wenn du mit Geisty überhaupt jemanden erwischt, dann ist das schon ein Win für dich. Da guck mal, er wieder. So, wir finden den ja sowieso wieder. Sei denn, er rennt nicht ganz so weit weg. Da vorne rennt er. Ey, na? Komm, Dead Heart, geht doch. Und tot. So, das bedeutet, wir haben jetzt wirklich den ersten... Wow. Der disconnected. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben jetzt den ersten, der stirbt. Aber er hat lieber die... den Pussy Mode activated. Ah, hier ist doch jemand. Hallöchen, ne? So, du kommst auch nochmal in meine Welt. Boah, es dauert echt lange jetzt inzwischen, bis man als Freddy wieder was machen kann, wenn man Leute in die Traumwelt zieht. Das ist ja krass, dass sie das so geändert haben. So, die Mac, die wird hier noch irgendwo in der Nähe rumleuchten, denn ich habe sie nicht gesehen gerade. Oh, das schaffen wir noch, oder? Ja! Okay, da hat sie immerhin schön ihr Item verloren. Siehst du, die Mac ist da hinten dran. Dann gehen wir zu ihr. Und zwar, pass auf, wir gehen. Wir gehen hier lang. In der Hoffnung. Ah, jetzt ist sie leider... So, komm, wir gehen hier rüber. Ha! Damit hast du nicht gerechnet, oder? Zumindest die Taschenlampe wird sie verlieren. Na, das ist doch schon mal gut. Sie ist weitergerannt. Na, jetzt ist sie wieder zurück. Okay, schade. So, wir schlagen hier gegen natürlich. Na, sie war hier dran. Sekunde, müssen wir kurz zurücksetzen. Wir finden sie ja sowieso wieder. Je nachdem, wie weit sie wegrennt, kriegen wir sonst unseren Wallhack dazu. Der Terrorradius von Freddy wurde wohl so weit angepasst, dass es inzwischen... Oh, hier oben ist also jemand. Holen wir da natürlich auch mal eben rein. Yes, der hat noch gesessen. Schönes Ding. Damit sind alle drei verletzt, das ist super. Normalerweise hätte ich jetzt auch Tana dabei. Aber du gehst nicht an den Generator, nein. Lass den in Ruhe. Soll der Geiz. Okay, sie ist scheinbar auch nicht rangekommen. Normalerweise habe ich Tana dabei, aber da ich gesehen habe, dass sie so viele Items dabei haben, dachte ich mir, Franklin wäre ganz cool, um den Leuten so ein bisschen die Zeit zu stehlen. Weil die meisten Leute, wenn sie dann das Item verloren haben, wollen sie natürlich auch wieder zurückhaben. Ja, jetzt gehen wir mal hier rum. Also sie hat überhaupt nicht geguckt, ey, das ist doch nicht wahr. Survivor, guck doch mal nach hinten. Aber hier unten müsste sie eigentlich auch noch gut shooten können. So, sie hat doch auch noch, genau, Dead Heart. Bringt aber auch nichts. Ah, wenn der Killer einmal weiß, dass du Dead Heart hast, dann gibt es wirklich nur noch wenige Situationen, in denen du von Dead Heart profitieren kannst, finde ich. So, ich glaube hier lang, das müsste der sein, der schon am nächsten dran ist, tatsächlich. Die anderen sind übrigens aus dem Traum schon wieder erwacht. Ach komm, schaffe ich es noch? Boah, Schwein gehabt. Okay, was sagt Barbecue? Ich habe gerade niemanden gesehen mit Barbecue. Ah, das heißt, sie sind entweder an den Generatoren oder sehr nah dran. Wir schlagen mal alle Generatoren. Oh, guck mal hier. Lori! Das schaffst du nicht mehr. Okay, sie riskiert es auch gar nicht. Nein! Damn, son. Okay, sie ist jetzt aber umgeworfen direkt. Jetzt wird sie rausjumpen. Wird sie nicht. Okay. Boah, dass ich die noch erwischt habe, war schon ein bisschen Glück. Pass auf, jetzt predikte ich mal. Falsch predicted, Grants. Sie ist da oben hingegangen. Hm, und sie wird sogar aufgeweckt. Das finde ich jetzt uncool. Das Gute ist, jetzt wissen wir wenigstens, dass hier zwei Leute sind.
Ich finde das echt stressig, wenn das alles so in dieser Traumwelt immer so kacke aussieht, ne? Ich sehe total häufig die Survivor nicht. So, hier ist aber jemand. Oh, es ist wieder die Mag. Die habe ich nicht getroffen, oder? So, gleich sollten wir nah genug sein. Jo, jetzt habe ich sie. Komm, geh nach oben. Da müssten wir sie eigentlich auf jeden Fall erwischen. Na, dead hard, aber hier unten ist eine Todesfalle. Sie kann hier zwar noch einmal das Dingens umschmeißen in der Theorie, hat sie jetzt aber zum Glück verkackt. Deswegen komm du mal mit. Du kommst jetzt oben an den Haken. Ist sie tot? Ich weiß es gerade gar nicht. Also, es wäre ziemlich krass, wenn sie jetzt tot ist, weil wir dann zwei Leute schon erwischt hätten mit Freddy. Das wäre höchst, na, schade. Höchst befriedigend für meine Killerinstinkte. Okay, ist da hinten jemand? Wir schauen mal. Ich mach mal hier kaputt. Die Leute sind schon weggerannt. Da waren auf jeden Fall Spuren. Und dann schlagen wir hier gegen. Schönes Ding. So, den Generator da hinten würde ich mir gerne nochmal anschauen. Auch wenn die drei hier richtig schön in einer Reihe sind. Und wir. Okay, gut. Planänderung. Und wir die drei wahrscheinlich einfach am besten verteidigen können. Geht die andere jetzt wohl nach unten, um ihre blöde Taschenlampe safe zu machen? So, du kommst mal in die Traumwelt. Und habe ich dich erwischt? Ja, du kommst auch in die Traumwelt. So, willst du nochmal nach unten oder wie? Komm, Dead Heart. Jo. Schön gemacht. Dead Heart OP. Ach ja, meistens bringt einem Dead Heart wirklich nichts. In der ersten Situation vielleicht, wenn der Killer noch nicht weiß, dass du es hast. Wenn du Glück hast und durch Dead Heart dann nochmal durch ein Fenster durchkommst oder eine Palette ziehen kannst, die du sonst nicht mehr erreicht hättest, dann kannst du ja auch noch was bringen. Aber ich finde sonst, ja, da sind beide, das ist gut zu wissen. Ansonsten bringt ein Dead Heart meistens wirklich nichts, finde ich. Da ist Mister, ich disconnecte mal. So, sie sind weggelaufen. Aber vielleicht finden wir sie ja trotzdem noch. Nö, hier nicht. Boah, ich finde es echt in der Vision teilweise wirklich schwer, Leute zu entdecken. Okay, ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Es sei denn, sie verstecken sich wieder in irgendwelchen Dingern. Lori, ey. Die krächzt halt einfach, als ob sie irgendwie Kettenraucherin wäre, ey. So, ab mit dir an den Haken. Damit ist dann auch schon mal die Frage von allen Leuten beantwortet, die manchmal wissen wollen: Hey, wie ist das eigentlich, wenn jemand nicht in der Traumwelt ist und du in einen Schrank schaust? Dann kann man ihn trotzdem aufhängen. Ansonsten könnte man sich ja für immer quasi vor Freddy verstecken. Das wäre natürlich auch ziemlich uncool. Ich glaube, hier habe ich gerade jemanden nach. Ja. Okay, gut, das hat sie jetzt gewastet, definitiv. Da hat sie den ersten Hit. Ah, sie gibt auf, okay. Weiß nicht genau, was sie mir damit sagen wollte, ehrlich gesagt. Aber wir haben das ganze Team erwischt als Freddy. Da muss man schon mal sagen, ey, GG, ey. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Sie war bisher noch gar nicht am Haken, Leute. Schaut euch das mal an. Wir haben erst drei Zutaten für unser Chili. Das fällt mir jetzt erst auf. Und das mit 15 Frames. Meine Güte. Nicht schlecht. Okay, mal schauen. Vielleicht kommt er ja noch vom Haken. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo die Luke ist. Sonst würde ich ihm ja vielleicht sogar die Luke schenken. Aber die Luke suchen oder was? Ah, nee. Er hat es nicht geschafft. Müssen wir uns darüber schon wieder gar keine Gedanken machen. Okay, so langsam aber sicher spiele ich Freddy auch leer. Das bedeutet, wir könnten ihn irgendwann mal prestigieren. Vielleicht habe ich dann auch mal. Ah, okay. Die Luke hat mich mal wieder gefunden. Vielleicht habe ich dann auch irgendwann mal ein vernünftiges Setup auf Freddy. Denn aktuell finde ich, das Setup, was ich habe, ist halt recht schwach, ne? Also der Torwächter zum Beispiel kam jetzt gar nicht zum Einsatz, weil sie halt nicht schnell genug waren. Ansonsten die ganzen Sachen auch nicht auf Stufe 3. Und wir haben gut gepunktet. Schöne Runde, der Albtraum eines jeden Survivors. Naja, eigentlich nicht. Er kann also noch Leute töten. Aber hey, das konnte Geist ja auch im letzten Video. Boah, zwei Mächte zerstört, Leute. Und ein Insta-Heal.
Na, ich weiß nicht, ob er den weggeballert hat oder nicht, keine Ahnung. Aber da wurden auf jeden Fall gute Items mitgenommen. Ey, vor allem mit den richtig guten Addons sogar noch. Ey, scheiß die Wand an, hätte ich fast gesagt. Okay, Alter, geliehene Zeit. Dreimal am Start. Hardem nehmen, auch zweimal am Start. Hier hat jemand sogar, wir wären ewig Leben dabei gehabt. Flink. Okay. Eiserner Wille hier zweimal. Nicht schlecht. Alles klar, Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier an dieser Runde mit dem Albtraum, Freddy. Und falls dem so ist, ich würde mich immer freuen, wenn ihr Kommentare oder ein Like da lasst und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.